Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Recenter News und im Anschluss Recenter Talk. Wir sind live hier am 8. Mai 2013. Ich bin der Moderator Alexander Benesch und Sie können uns heute Abend wieder schreiben an die unten eingeblendeten Adressen im Ticker. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback, meine Damen und Herren. Eine breite Sorte an Themen. Hier sind die Nachrichten des Tages. Bilderberg 2013 geht in die heiße Phase. US-Kriegsveteran will Hauptstadt mit bewaffnetem Protest provozieren und US-Militär rät zur Syrien-Intervention noch diesen Sommer. Finden auch alle weiteren Nachrichten 24 Stunden am Tag auf recenter.com. Unsere erste Meldung. Unsere erste Meldung über die Elite-Konferenz Bilderberg 2013. Die Polizei im britischen Hertfordshire hat bestätigt, dass die elitäre Bilderberg-Konferenz vom 6. bis 9. Juni im luxuriösen Grove Hotel in Watford stattfinden wird. Die Zeitung Watford Observer zitierte dahingegen einen Polizeisprecher, der allerdings keine Details enthüllte über die operativen Vorgaben für den Zeitraum, außer dem knappen Hinweis, man würde einem friedfertigen Protest entgegenkommen. Gleichzeitig wurde jedoch eine Sicherheitsübung angekündigt, mit der man insbesondere Reporter möglichst weit vom Austragungsort fernhalten möchte. Ähnliche Vorfälle gab es bei den vergangenen Konferenzen. Am meisten aufgefallen ist in den vergangenen Jahren die Bombendrohung, die Bombenwarnung, die sich dann als Luftnummer entpuppt hat. Das texanische Medienschwergewicht Alex Jones kündigte sein Kommen an, verwies aber auf die Möglichkeit, dass die Behörden seine Einreise verhindern könnten. Wie in 2009 bei dem bekannten amerikanischen Talkshow-Host Michael Savage. Bei Bilderberg 2006 hielten die kanadischen Behörden Jones unter Vorwänden 15 Stunden auf Anweisungen der Bilderberg-Organisation fest und verhörten ihn über erfundene Vorwürfe. Die jährliche Veranstaltung beinhaltet über 100 der einflussreichsten Vertreter der Welt aus Banking, Industrie, Adel und Politik. Im Anschluss erfahren Sie in Recenter Talk über den passenden Rahmen für die Diskussion um Bilderberg. Unsere nächste Meldung führt uns in die Vereinigten Staaten. Auch hier wieder Alex Jones involviert. Polizeichefin von Washington D.C. will Adam Kokesh und weitere bewaffnete Demonstranten am 4. Juli, dem Independence Day, verhaften. District of Columbia Metropolitan Police Department Chief Kathy Lanier erklärte, dass sie den Kriegsveteran Adam Kokesh und weitere Demonstranten am 4. Juli verhaften lassen werde, falls diese die Waffengesetze verletzen. Gegenüber News Channel 8 verkündete sie, den District of Columbia mit geladenen Schusswaffen zu betreten, ist ein Gesetzesbruch. Und man wird es auch so behandeln müssen. Der Aktivist und Moderator von Adam vs. the Man, Adam Kokesh, Veteran des US Marine Corps mit Kampferfahrung, hat auf seiner Facebook-Page einen bewaffneten Marsch auf Washington D.C. für den 4. Juli als provokante Protestform angekündigt. Sie finden die Updates über diese Entwicklung selbstverständlich auf recenter.com. Die Demonstranten sollen geladene Gewehre per Riemen auf dem Rücken tragen. Bisher haben 2000 Menschen für den Marsch zugesagt, der in Virginia legal beginnt. Bis zu der Entscheidung des obersten Gerichtshofs District of Columbia vs. Heller im Jahr 2008 war es in der Hauptstadt gesetzestreuen Bürger sogar verboten, Handfeuerwaffen zu registrieren. Die erste vollständig druckbare Schusswaffe in den USA ist unsere nächste Story, ein Meilenstein in der modernen Technik. Und zwar geht es hier um eine Firma, die es tatsächlich geschafft hat, eine Handfeuerwaffe zu produzieren namens der Liberator. Die Organisation Defense Distributed hat eine Handfeuerwaffe komplett aus Kunststoff erfolgreich getestet. Eine Handfeuerwaffe, die sich mit einem 3D-Drucker herstellen lässt und möchte die Pläne für das Modell im Internet für jeden veröffentlichen. 3D-Drucker gibt es bereits für wenige tausend Dollar und könnten zukünftig die unregistrierte Herstellung weiterer Waffenmodelle ermöglichen. Diverse Behörden sind international in Alarmbereitschaft. Stabschef, wir sind schon bei der nächsten Meldung gelandet. Wir finden auch alles weitere noch den Hintergrund zu Printing Your Own Guns
bei recenter Talk. Im Anschluss an die Nachrichten heute Abend, meine Damen und Herren, unsere nächste Meldung. Stabschef der US-Armee rät zur Syrien-Intervention noch in diesem Sommer. Die Budgetkürzungen für das Pentagon, haben das US-Militär dazu veranlasst, eine Empfehlung herauszugeben an den US-Präsidenten. General Ray Odierno warnte, dass nach diesem Sommer aufgrund der Budgetkürzungen eine militärische Intervention in Syrien weitaus schwieriger werde und die Obama-Administration besser sofort das grüne Licht geben sollte. Er spielte die Befürchtungen herunter, dass es sich bei den Rebellen der Freien Syrischen Armee um Al-Qaida-Fanatiker handelt. Beobachter sind sich einig, dass die Al-Nusra-Front die eroberten Gebiete kontrolliert. Kürzlich hob man das Embargo auf, welches bisher verhinderte, dass europäische Firmen direkt Rohöl von den Rebellen beziehen. Eine direkte Bewaffnung der FSA durch die USA ist im Gespräch. Und eine weitere Meldung aus dem Bereich Wirtschaft. Auch hier große Hoffnung im Bereich monetärer Revolution. Es geht um Bitcoin. Bitcoin-Chefentwickler, CIA und die US-Notenbank Federal Reserve waren gegenüber uns sehr aufgeschlossen. Bitcoin-Chefentwickler Gavin Anderson erklärte kürzlich in einem Interview über seinen Vortrag im CIA-Hauptquartier 2011. Insgesamt war die Reaktion recht positiv, auch wenn es keine besonders gesprächigen Leute sind. Einer der Teilnehmer war ein Wirtschaftswissenschaftler von der Federal Reserve und ich war überrascht, wie aufgeschlossen er der Idee von Bitcoin gegenüberstand. Aus einem Vortrag habe ich gelernt, so der Chefentwickler von Bitcoin, dass die Zentralbanken überall auf der Welt an Macht über das Geldvolumen verlieren, weil eine Reihe von Geldersatzprodukten wie die Finanzderivate das Schattenbankensystem immer einflussreicher machen. Anderson studierte an der elitären Princeton University, hat einen Abschluss in Computerwissenschaft und die geheimdienstliche Venture Capital Firma InQtel der CIA sucht nach Startup-Firmen, die im Interesse der nationalen Sicherheit liegen. Außerdem machte er eine deutliche Absage an Spekulanten und ihre Träume von 4- oder 5-stelligen Dollarwechselkursen pro Bitcoin. Er sagte, Zitat, ich glaube, die wichtigste Herausforderung in naher und mittlerer Zukunft ist es, Bitcoin wirklich stabil zu machen. Nur eine stabile Währung ist eine gute Währung. Unser Geld soll langweilig und vorhersehbar sein. Nächste Meldung aus dem Bereich Technologie. US-Regierung speichert Audioaufzeichnungen von Telefonanrufen. Jeden Tag sammelt die National Security Agency NSA 1,7 Milliarden E-Mails, Telefonanrufe und weitere Kommunikationen aller möglichen Arten. Ein Bruchteil davon wird in 70 verschiedenen Datenbanken gespeichert. NSA-Whistleblower William Binney behauptet, dass 20 Billionen Transaktionen in Bezug auf US-Bürger angehäuft worden seien. Vergangene Woche enthüllte der FBI-Antiterrorbeamte Tim Clemente gegenüber CNN, dass man tatsächlich Audioaufzeichnungen von Telefonanrufen speichert und man könne die, wenn es um nationale Sicherheit geht, dementsprechend aufrufen und gegen einen Angeklagten einsetzen. Das waren die Nachrichten, meine Damen und Herren, Recent News. Wir zeigen Ihnen einen kurzen Einspieler und sind dann gleich zurück mit Recent Talk und Ihrem Feedback. Sie sehen unten eingeblendet in unserem Ticker die verschiedenen Möglichkeiten, mit denen Sie mit uns in Kontakt treten können. Bitte schreiben Sie uns Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihr Feedback, sowohl zu unserem Format als auch zu den verschiedenen Themen. Mein Name ist Alexander Benisch und wir sind live hier am 8. Mai 2013. Unterstützen Sie dieses Programm mit einem Kauf im Recenter Shop unter shop.recenter.com. Die Adresse ganz leicht zu merken, shop.recenter.com.
Department search warrant demand entry. Breach! Push it down the ground! 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 We have a shooting with a gun to help us out, please. The description of this storm, about a mile wide, and they didn't have very much warning at all. It's a massive tornado, massive destruction, up to 200 mile an hour winds ripping up. Every single hour of every single day, somewhere in the world, chaos is attacking order. What's our order? We've got help on the way. Tragedy explodes without warning. Mother Nature's wrath ensues, and a moment can decide the difference between life and death. There are at least six cars mashed into a ball here. It's in these moments that ordinary men and women who are prepared for the challenge become leaders. They're the first responders, the ones who stand willingly on the wall, the ones who run toward danger with confidence. Homes completely demolished, businesses wiped out, and the death toll still rising. They are not looking for the spotlight, only to serve their community, their country, and restore order to the chaos around them. They just want to return home to their loved ones, satisfied in knowing they did their best and gave everything that was asked of them. They know they are ready. They are prepared for whatever faces them around the corner or in the darkness. They have been training for this moment all of their lives, and we have been with them every step of the way. 511 Tactical. Always be ready.